Nach dem Singles Day nun der Black Friday, üblicherweise der Auftakt zur Weihnachtssaison. Für manche Unternehmen und Branchen ist das Weihnachtsquartal wichtiger als die drei vorangegangenen Quartale zusammen. Aber welche Auswirkungen hat das möglicherweise an der Börse? Fragen wir Markus Landau von der DZ Bank. Schönen Tag, Herr Landau. Schönen Tag. Ja, vom Singles Day, der spielt eher so ein bisschen in Asien, Stichwort Alibaba, zum Black Friday. Und der spielt eher so in den USA, schwappt aber auch nach Deutschland und Europa. Ist der Auftakt zur Weihnachtssaison, zum Weihnachtsgeschäft für den Handel? Und es gibt möglicherweise an den Märkten besondere Aufmerksamkeit für die Branchen, die dann Geschäft machen. Wo macht sich's besonders bemerkbar, wenn mehr geshoppt wird? Gut, da gibt es eine Vielzahl von Branchen natürlich. Besonders klar, ist ja auch ein Wert, den wir heute betrachten, ist dann so die Technik-Ecke, die angeschaut wird. Das ist dann Apple. Aber wir haben auch in der Bekleidungsindustrie, da werden wir auch gleich zurückkommen, bei Hugo Boss haben wir natürlich auch im Weihnachtsshopping gewisse Sachen. Da werden Socken gekauft, da werden Unterhemden gekauft, also diverse Geschichten, vielleicht auch größere Teile. Also das zieht sich natürlich, Weihnachtsgeschäft ist immer in dem Quartal 4 das Event. Und jetzt haben wir ja, glaube ich, heute gerade den letzten Tag von Black Friday. Und das ist ja eine Woche ausgedehnt worden. Da haben wir versucht, diese Abstände immer größer zu ziehen, breiter zu machen. Discount zieht offensichtlich und besonders in Deutschland, denke ich. Ja. Hugo Boss hat denn auch gesagt, die hoffen so ein bisschen aufs Weihnachtsquartal. Im dritten Quartal war der Umsatz wieder rückläufig. Es gab eine Gewinnwarnung im Oktober. Das vierte Quartal damit etwas besser, aber gut genug, um den Rest wegzumachen, Fragezeichen? Also Hugo Boss hat in diesem Jahr wirklich kein so erfreuliches Jahr gehabt, wenn man sich die anderen Branchen anschaut und den DAX anschaut, was da passiert ist. Ja. Wir sind momentan bei knapp, glaube ich, 41 Euro. Es ist schon wirklich so, dass die Konzernumsatzprognose zurückgenommen wurde von 4% auf 2%. Das ist immer noch im Plus, aber man sieht, es wurde revidiert und man hofft schon auf das Weihnachtsgeschäft. Aber man hofft auch darauf, dass das Online-Geschäft weiterhin boomt. Das ist in der Entwicklung. Da setzen viele Unternehmen drauf. Aber auch das China-Geschäft soll im vierten Quartal einiges am Umsetzen bringen. Aber auch vielleicht die neue Partnerschaft mit Zalando. Da sind diese Win-Win-Effekte noch nicht wirklich ausgespielt worden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Aktie an sich, wenn man sie behält, natürlich auch eine hohe Dividendenrendite hat, was ganz charmant ist. Bei Minus stehen natürlich auch andere Punkte, wie natürlich ein hoher Wettbewerbsdruck im Online-Geschäft, Brexit-Risiken. Die Engländer kaufen sehr, sehr viel Hugo Boss, also ist die Marke sehr beliebt dort drüben. Aber wir haben natürlich auch Verunsicherungen in puncto Gewinnwarnung, die wir jetzt gesehen haben. Also das ist so ein Mix, nur ja, man muss eben schauen, wie sich die Aktie entwickelt. Und sie ist ordentlich gefallen und vielleicht greift man da mal ein bisschen zu. Wir sehen die Aktie in diesem Jahr mit einem Minus von 23%, also wirklich gegen den Trend. Wie sind da die Aussichten, wenn Hugo Boss selbst sagt, gerade auf den beiden großen Märkten USA, wo Konsumenten einen ordentlichen Teil zum Wirtschaftswachstum beitragen, auf der anderen Seite Asien, gerade Hongkong soll es schwierig bleiben. Also wie sind die Aussichten an der Börse, wenn zwei so große Regionen als große Risiken dastehen? Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt und da muss man auch wirklich drauf schauen. Aber der größte Teil des Umsatzes wird in Europa gemacht. Das sind knapp 65%. Aber Asien und Amerika haben knapp 20%. Und Asien ist in der Tat Hongkong. Man sieht es, wenn es solche Ausschreitungen gibt, dann hat man Umsatzeinbußen. Ja? Und das wird wahrscheinlich auch noch bleiben. Das Asien-Geschäft natürlich besteht nicht nur aus Hongkong. Da gibt es viele andere Länder noch, die das Ganze dann vielleicht auch überkompensieren. Aber auch in Amerika sieht man teilweise, man sieht es auch in Europa, dass dieses Moderisiko auch so ein bisschen existent wird. Und das bedeutet, dass viel mehr im Business dann auch Freizeitkleidung getragen wird. Und man so ein bisschen weg von den Anzügen kommt, was natürlich dann auch nachteilig sich auf Hugo Boss, auf die Marke selbst auswirkt. Aber da versucht eben Hugo Boss weiterhin ordentlich Werbung zu machen. Besonders im Online-Geschäft, die ich es eben angesprochen hatte, ja. Gas zu geben.
Einer der Partner von Hugo Boss ist auch Wirecard, zumindest auf der Bezahlseite. Die wären einer der Profiteure möglicherweise bei einer Erholung der Umsätze bei Hugo Boss. Aber Wirecard hat zumindest auf dem Kurszettel ein recht anspruchsvolles Jahr zu bestreiten. Es gibt auch hier neue Kooperationen, neue Ideen, gerade mit Boon Planet, die auf Privatkunden zielt. Was ist da geplant? Wie sinnvoll ist das Ganze, so Wirecard für aktives Privatkunden bezahlen, dass wir als Kunden direkt angesprochen sind, hatten wir jetzt so nicht auf dem Zettel. Also wenn wir uns die vielleicht den Kurs auch mal anschauen, das ist ein schönes Beispiel auch für Volatilität, kann man auch so sagen, Wirecard. Hat auch viele Facetten. Wir haben am Jahresanfang 2019 hatten wir hier knapp, ja gut, die Spitze von 170 Euro, sind dann jetzt aktuell stehen wir bei 116 Euro. Also da ist schon eine ordentliche Schwankungsbreite drin. Und gerade deswegen versucht natürlich Wirecard auch Stabilität in die Aktie zu bringen, indem sie sich ausdehnt, wie auch andere Plattformaktien wie Amazon, indem sie versucht, in den Privatkundensektor einzudringen, sich da auch Gelder zu sichern. Das ist ein großer Markt, das versuchen viele Unternehmen zu machen. Und diese Boon Planet Handy-App, die setzt so ein bisschen auf dieser Bezahllösung auf, Boon, wo man im nächsten Jahr dann unter anderem auch für sein Geld bis zu einer gewissen Höchstgrenze dann auch Zinsen bekommt. Wie wichtig ist für ein Unternehmen wie Wirecard das Weihnachtsgeschäft? Und ist das was die Aktie, die jetzt immer so um die 120 zuletzt war, gab da wieder neue Meldungen um Bilanzierungen? Wäre das nochmal ein Booster für die Aktie oder ist das schon zu sehr eingepreist, beziehungsweise traut man da Wirecard erstmal nicht so viel zu, bis die Schwierigkeiten behoben sind? Also ich glaube schon, dass das ein Boost sein könnte. Allerdings kommt das für dieses Jahr ein bisschen zu spät. Diese Plattform läuft gerade erst an. Da wird viel Marketing betrieben, um eben genau diese Plattform bekannter zu machen. Wahrscheinlich sind die Zinsen so eine Art Marketingausgaben, unter anderem, um sie eben bekannter zu machen und dann einfach die Leute auf die Plattform zu ziehen. Aber diese 0,75, von dem man da gelesen hat, was natürlich komplett im Gegensatz steht zu den klassischen Banken, zu den eher Strafzinsen, die man dort bekommt, oder Nullzinsen, ist einfach so ein Lockangebot und man möchte dort in den Markt rein. Aber das kommt zu spät, denn es startet wohl erst 2020 und man versucht sich da einfach breiter aufzustellen. Aber ja, wir haben es eben gehört. Es gibt viele Vorwürfe, auch vor kurzem jetzt wieder durchs Handelsblatt. Und das drückt natürlich auf den Kurs und das hält die Aktie auch auf dem Niveau, obwohl da wahrscheinlich deutlich mehr Potenzial da wäre. Okay, also gucken wir mal, 2020 werden diese Zinsen für Privatkunden dann Realität werden. 0,75% sind eine Kampfansage. Sie haben schon gesagt, dass sich Unternehmen versuchen, breiter aufzustellen. Wirecard ist eines der Beispiele. Wir sehen das zum Beispiel auch bei Apple. Gerade ist Apple TV gestartet. Man sagt, es soll da so ein super Abo geben, wo alle möglichen Dienste zusammengefasst werden. Wir sehen auch eine Apple-Kreditkarte. Wir sehen, dass Google Girokonten anbieten möchte. Ist Diversifikation jetzt das Heil? Weihnachten ist doch eigentlich auch gerade so eine Technologiegeschenkezeit. Da denkt man dann schon eher an das iPhone. Und da hatte ja Apple letztes Jahr im Weihnachtsgeschäft die Prognosen verfehlt. Ist es dieses Jahr besser? Gleicht man das aus? Also da könnte ich jetzt auch sehr, sehr viel zu erzählen. Apple ist einfach auch in gewissermaßen, besonders in diesem Jahr, eine Wunderaktie. Also es läuft dieses Jahr viel, viel besser, wenn wir uns den Chart vielleicht genau mal reinziehen. Also da sieht man ja wirklich 2019, wir kommen hier von 120. Ich denke mal, das ist in US-Dollar oder ist das ja. Und wir sind jetzt bei 240, das ist Euro, glaube ich. 240. 240 ist es in Euro, in Dollar ist es noch. Ah ja, genau. Aber genau. Ist ein Verdoppler, definitiv. Ja. Und man muss schon sagen, dass es einige Bereiche gibt bei Apple, die das Geschäft wirklich nach vorne bringen. Aber allein das iPhone-Geschäft läuft auch sehr gut mit der neuen Modellreihe iPhone 11. Und auch das Weihnachtsgeschäft wird davon stark profitieren. Oder Apple wird von dem Weihnachtsgeschäft profitieren, weil die Basisversion, die wird über den Tisch gehen, wie der riesenlange Schlangen. Also da hat man auch gesehen, dass die letzten Quartale das Umsatzminus aus der Smartphone-Ecke innerhalb von Apple oder Branche in dem Bereich, dass das zurückgekommen ist. Also da ist man bei -9% im vierten Quartal. Die Amis haben ja ein bisschen andere Quartalsaisons. Genau. Da ist das vierte Quartal jetzt abgeschlossen. Und davor waren es noch 12 und 17% minus.
die Vorzeige Branchen, die so das Apple-Zeichen nach oben heben, ist die Service-Sparte definitiv. Da fallen dann Punkte wie die Bezahldienste wie Apple TV Plus, da fällt die Gaming-Sparte oder Apple Pay. Also das läuft super. Ja? Also da haben wir, glaube ich, 18% Umsatz plus gehabt. Aber der richtige Stern am Himmel momentan ist mit 56% plus, ist diese Wearable-Sparte, wo es dann darum geht, eben die Headphones, also die Kopfhörer zu kaufen oder Smartwatches oder dann in Zukunft wahrscheinlich auch VR-Brillen, mit der man dann alles anschauen kann, obwohl man nicht an dem Ort ist. Also da ist noch viel Potenzial und wir haben es angesprochen, ein breiter Produktmix und der hilft Apple, diese Höhen zu erklimmen. Analysten heben im Moment wieder Kursziele und Prognosen. Was ist angesagt? Was ist davon realistischer? Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Da gibt es zum einen die sagen, die Aktie läuft weiter Richtung 300, kann sogar die 300 US-Dollar knacken. Das gibt es, weil wenn man sich den Produktmix anschaut und was Apple vorhat mit Apple TV Plus, wo sie Netflix angreifen, ist das realistisch. Auf der anderen Seite ist die Aktie so gut gelaufen, das wird die Gretchenfrage sein, ob da schon so viel Vorschusslorbeeren drin sind im Kurs eingepreist. Und vielleicht ist es da auch mal sinnvoll, die Aktie, wenn man sie hat, auch mal abzusichern, vielleicht mit einem Optionsschein, mit einem Put, um einfach die Position abzusichern. Wenn es rumpelt hier, dann weiß man, und wenn die Prognosen nicht erfüllt werden, dann kann es schon mal schnell 10-20% nach unten gehen. Und das kann wehtun. Und gerade für den Markt ist die Apple, die so einen großen Marktanteil hat, ein Gewicht, ist das schon entscheidend, was diese Aktie macht. Ja, also da werden, glaube ich, zwischen 260 und 300 US-Dollar, da gibt es unterschiedliche Analysten, Schätzungen, alles ist möglich. Und selbst wir haben jetzt auch die Aktie nachgezogen von 225, wir waren noch ein bisschen hinten dran auf 285 US-Dollar. Aber da gibt es auch Analysten, die die Aktie noch höher einschätzen. Okay. Markus Landau, vielen Dank. Sehr gerne. Das Weihnachtsgeschäft läuft in dieser Woche an. Startschuss ist wie immer der Black Friday. Was heißt wie immer? In den letzten Jahren, vor allem in den USA, aber inzwischen auch in Europa. Der Black Friday ist inzwischen fast eine ganze Woche und viele Unternehmen positionieren sich genau darauf. Wir hatten im Moment schwache Einzelhandelsmeldungen aus den USA, aber das Weihnachtsgeschäft soll es rausreißen. Insbesondere bei Apple sind Analysten positiv gestimmt. Viele, so sagen Markus Landau, haben bereits Kursziele von 300 Dollar. Aber hier empfiehlt sich auch gerade mal eine Absicherung, eine gut gelaufenen Aktien. Ein volatiles Jahr war es für Wirecard, obwohl in dem Unternehmen, wie viele Analysten meinen, noch viel Potenzial steckt. Da waren die Bilanzvorwürfe der entscheidende Gradmesser. Und nicht zuletzt im Einzelhandel in Deutschland, Mittelstand Hugo Boss, die Aktie mit deutlichen Kratzern, während die Gesamtmärkte ordentlich gelaufen sind. Da ist noch viel Arbeit zu tun. Eine Gewinnwarnung gab es noch mal im Oktober. Aber auch Hugo Boss setzt auf das Weihnachtsgeschäft.